Ja, herzlich willkommen zu diesem dritten Teil eines kleinen Tutorials, das Sie bitte für die digitale Lehre nutzen können. Es ist nur ein Angebot. Ich würde Ihnen ganz gerne heute das Vidcasting vorstellen oder zunächst erstmal die Aufnahme von Präsentationen für die Konserve, die Sie immer wieder benutzen können und darauf zugreifen können. Es wird einige kleine spezielle Einstellungen geben, um dauerhaft zum Beispiel eine Präsentation, eine Vorlesung, einen Vortrag und so weiter aufzunehmen. Ich würde Ihnen ganz gern ein Tool vorstellen, mit dem ich sehr gerne arbeite. Das ist OBS Studio. OBS steht für Open Broadcaster Software und damit können Sie sehr einfach Videos aufnehmen und dann später in einem zweiten Schritt auch online stellen, zum Beispiel zu einem Video-Streaming-Dienst oder einem Videodienst wie YouTube. Das würde ich Ihnen ganz gern zeigen. Warum? Weil ich mit YouTube sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Die Usability ist sehr gut und vor allen Dingen, Sie können von YouTube aus Ihre Inhalte überall hin verteilen, wo Sie es brauchen. Wenn Sie die Videos nicht öffentlich stellen wollen, ist die Option, mit nicht gelisteten Videos zu arbeiten. Das ist kann vor allen Dingen jetzt für den Anfang, für die Testphase sehr gut und zu empfehlen sein, sodass Sie nicht mit Ihren ersten Videos den Eindruck vermitteln, dass Sie semi-professionell agieren. Einen zweiten Vorteil hat YouTube, den da sollte man nicht außer Acht lassen, das Web-CMS der TU Dresden erlaubt es Ihnen, YouTube-Videos einzubetten, selbst produzierte Inhalte, also Filme, Filmaufnahmen, die Sie dann bei YouTube die Sie dann versuchen wollen zu hosten im Web-CMS, akzeptiert das Web-CMS hingegen nicht. Audio-Files ebenso wenig. Schauen Sie sich, wenn Sie das interessiert, den zweiten Teil dieses Tutorials zum Podcasting an. Da gebe ich Ihnen einige Alternativen, wie Sie damit verfahren können. Neben OBS und Open Broadcaster Software würde ich Ihnen gern Streamlabs vorstellen. Streamlabs ist ein Dienst, der auf OBS aufsetzt. Und die Aufnahme, die Sie gerade sehen, stammt von Streamlabs. Das ist mein favorisiertes Tool. Dann zeige ich Ihnen, wie Sie das Ganze in den Matrix Web Messenger integrieren können und würde Ihnen auch einige Produkte vorstellen, mit denen ich arbeite. Aber das ist nur eine Empfehlung tatsächlich, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Gut, also beginnen wir mit der Open Broadcaster Software. Bitte ziehen Sie sich die für Ihr Betriebssystem relevante Version. Wenn Sie damit fertig sind, dann pausieren Sie einstweilen kurz das Video und schauen dann in einem zweiten Schritt mit zu. Das nutze ich aber, weil ich das nicht im Detail heute vorstelle, um Ihnen ganz nur Streamlabs OBS zu zeigen. Streamlabs ist ein Tool, das auf OBS aufsetzt und mit dem Sie innerhalb tatsächlich kürzester Zeit auf verschiedenen Kanälen online sein können. Jetzt in der letzten Version ist auch Multicasting integriert. Das allerdings ist nicht kostenfrei, sodass Sie zum Beispiel gleichzeitig zu Twitch, YouTube und zu Facebook streamen können. Schauen Sie sich das mal in Ruhe an. Ich benutze das Tool mittlerweile sehr, sehr, sehr gern. Okay, aber nun zurück zu OBS. Installieren Sie das bitte und dann sollte Ihr Programmfenster, das Sie öffnen, so aussehen. Sie sehen bereits, dass offensichtlich hier die Systemeinstellungen des Mikrofons erkannt werden. Und zunächst aber, und das dürfte auch der Startbildschirm sein, gehen Sie bitte auf den sogenannten Audio-Konfigurationsassistenten und hier entscheiden Sie bitte, ob Sie für das Streaming optimieren möchten oder ob Sie aufzeichnen und das Streamen zweitrangig ist. Ich denke, für die meisten von Ihnen werden die Aufnahmen relevant sein und das Streaming eher nicht. Die Basisauflösung empfehle ich Ihnen bei 1920x1080p zu belassen. Das ist der Full-HD-Standard, mit dem Sie hier arbeiten. Auf 720p können Sie gehen, müssen Sie aber nicht. Das ist vor allen Dingen für die Aufnahme nicht relevant oder für das Wiedergeben. Also das heißt, die meisten technischen Geräte, Aufnahmegeräte sollten heute mit 1080p gut arbeiten können. So, das nächste aber, das dürfte entscheidend sein, wenn Sie, so wie ich jetzt gerade, relativ immobil vor einer, wie auch immer gearteten, weißen Wand sitzen, dann
brauchen Sie keine 60 Frames in der Sekunde. Das können Sie machen, wenn Sie im Laufen eine Aufzeichnung machen. 30 Frames, begrenzen Sie das Ganze und gehen Sie auf Locked Frames. Also das heißt, dass es keine Schwankungen in der Framerate gibt. Damit sind Sie auf der sicheren Seite. Das heißt, damit ist der Autokonfigurations eigentlich abgeschlossen. 1920x1080p, 30 Frames reicht. Gut. Also wenden Sie die Einstellungen an. Jetzt sitzen Sie hier vor einem sehr unglücklichen schwarzen Bildschirm. Das muss nicht länger so bleiben. Ich zeige Ihnen jetzt im Folgenden, wie Sie das gestalten können und dann sehr schnell Aufnahmen machen. Wir hatten gestern im Workshop die Situation, dass alle Kolleginnen und Kollegen mit 16:9 Präsentationen arbeiten. Ich tue das in Streaming-Formaten eigentlich nicht so gern. Sie werden auch gleich sehen, warum. Das heißt, wenn Sie mit 4:3 Präsentationen arbeiten, würde ich das auch für das Streaming empfehlen oder für die Videoaufzeichnung. Sie werden gleich sehen, warum. Ich habe jetzt ausgewählt eine Präsentation, die ich im letzten Semester verwendet habe, nämlich zum Sprachwandel. Und Sie sehen hier das PDF. Theoretisch könnten Sie jetzt schon hier in dieser Art und Weise, müssen Sie einfach durchscrollen. Das würde genauso gut gehen. Sieht natürlich nicht so hübsch aus. Wenn Sie das professionell machen wollen, empfehle ich Ihnen, die Anzeige auf Vollbild zu stellen. Das mache ich mal ganz kurz. Wundern Sie sich nicht, das wird jetzt ein bisschen eigenwillig im Stream aussehen. Und dann gehen Sie zurück bitte nach OBS. Und jetzt können wir eigentlich beginnen. Sie sehen am unteren Rand, sehen Sie die Szenen, ja, die für Sie relevant sind. Hier reicht es für die ersten Schritte, tatsächlich mit einer Szene zu arbeiten. Ich verwende tatsächlich im Moment schon ein wenig mehr, zeige ich Ihnen aber gleich. Und jetzt geht es darum, dass Sie hier unterschiedliche Quellen hinzufügen. Ich würde mal anfangen mit einem Bild, das Sie verwenden können als Hintergrund, um diesen Bildschirm zu mehr oder weniger nicht ganz so trostlos aussehen zu lassen. Und habe hierfür auch schon etwas vorbereitet, das ich jetzt allerdings nicht sofort finde, was ein bisschen schade ist. Aber wir wählen jetzt einfach mal einen schönen Background. Oh, der ist aber aufgeregt. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal. Ah, wir nehmen diesen. Der ist schön. Den habe ich für unsere abgesagte Konstruktionsgrammatiktagung verwendet. Und ich bin sehr traurig, dass ich den nicht benutzen darf. So, also das heißt, Sie sehen hier zunächst erstmal ein Bild. Sie sehen, Sie können einfach, das ist eigentlich selbst erklärend, falls Sie schon mal eine Maus in der Hand hatten, das Ganze ganz einfach gestalten. Dann fügen wir hinzu eine Fensteraufnahme. Und jetzt wird es interessant. Wir wählen nämlich dafür, okay, Sie erinnern sich vielleicht daran, dass wir gerade die Präsentation in einen Vollbildmodus gestellt haben. Und da ist sie. Ja, also das heißt, das ist die Präsentation. Relevant ist jetzt hier, dass Sie diese natürlich nicht die ganze Aufnahme brauchen, sondern zum Beispiel nur einen Teil. Und dafür können Sie in der Präsentation einen Filter definieren, einen Effektfilter. Und wir wollen das Ganze natürlich nicht anders einfärben, sondern wir hätten gern. Ups, nein, ich will das nicht, das war falsch. Ich will das nicht skalieren, ich würde das ganz gern zuschneiden. Moment, zuschneiden, genau, das ist das, was ich möchte. Zuschneiden hätte ich gern und Sie sehen jetzt hier, dass Sie die Aufnahme von links und rechts beschneiden können, sodass Sie... Probieren wir es mal 270, 240. Das sah schon ziemlich gut aus. Wir lassen es jetzt für die Einfachheit halber mal bei 240 und beschneiden es auch rechts. So, sieht das gut aus? Ja, ich denke schon. Und jetzt haben Sie hier, sehen Sie schon, die Präsentation integriert. Aus Erfahrung sage ich Ihnen auch, Menschen lieben die Videoaufnahmen desjenigen, der spricht, damit man ihn sehen kann.
Dafür brauchen wir ein Videoaufnahmegerät. Und dieses Videoaufnahmegerät, ich würde jetzt die integrierte, ich weiß nicht, ob ich auf die andere Kamera jetzt zugreifen soll. Ich belasse es jetzt mal bei der integrierten Webcam. Okay. Vielleicht sehen Sie auch jetzt schon, warum Sie lieber auf ein professionelles Gerät setzen sollten, anstatt diese integrierte Webcam. So, wunderbar. Jetzt haben Sie mich als Sprecher da präsent und Sie haben die Präsentation. Und jetzt gehen wir in einem letzten Schritt, da Sie auch vermutlich sagen wollen, was dort eben gezeigt wird oder wem das Video gehört. Und dafür verwenden wir den Texteditor, die Hausschriftart Open Sans. Open Sans, sehr gut. Und wir wählen den Text. Wir sprechen jetzt gerade über ein Tutorial OBS und würden das Ganze gern vielleicht fett setzen. Okay. Ziehen das Ganze hier an eine freie Stelle. So sieht es doch ganz gut aus. Machen es vielleicht noch ein wenig größer. Und ergänzen noch einen zweiten Text, den Sie dann identisch lassen können. Also das eine wäre der Titel und das andere wäre die Angabe von Ihnen als Autorin oder als Autor. So, und das wäre nämlich jetzt Alexander Lasch. Und ich hätte gerne eine rechte Angabe dazu. CC BY SA 4.0. Das bedeutet, das ist die Creative Commons Lizenz mit Namensnennung und dem Teilen unter gleichen Bedingungen. Und das Ganze ziehen wir ebenfalls hierher und dann sehen Sie, dann haben Sie einen rudimentären Screen, mit dem Sie ganz leicht arbeiten können. Jetzt, Achtung, der Witz ist jetzt freilich, dass Sie für die Aufnahme selbst, ach so, das Mikrofon muss ich noch umstellen, da ist das Desktop-Mikrofon natürlich nicht das Ideale, Audio-Eingabe, Aufnahme, okay. Und dafür wähle ich den Samsung Wireless Receiver, den ich Ihnen schon vorgestellt habe und den ich hier gerade trage. Gut. Und Sie sehen schon, jetzt ist das interne Mikrofon, schalten wir jetzt noch herunter. Genau, damit wir zum Beispiel keine Tastengeräusche oder keine Lüftergeräusche aufnehmen. Und zu den Audiogeräten zeige ich Ihnen nachher noch, was Sie noch verwenden können. Also das heißt, ich verwende jetzt den Samsung Stage Kit für die Audioaufnahme. Jetzt sehen Sie, mehr oder weniger sind wir fertig. Und wenn Sie sich das trauen, können Sie jetzt gern unter den Einstellungen noch schauen, wo Sie Ihr Video ablegen. Und zwar sollten Sie sich diesen Pfad entweder selbst definieren oder merken. Ja, also das heißt, damit Sie hier gut arbeiten können. An Videoformaten kann ich Ihnen sagen, ich zeichne zum Beispiel gern mit FLV auf, also für Flash. Aber Sie können mit MP4 arbeiten oder auch mit MKV. Es ist vollkommen gleich. YouTube nimmt in der Regel alles. Lassen Sie den Codierer seine Arbeit machen, gehen Sie da nicht ran. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Auch hier an der Software und Videobitrate sollten Sie bitte nichts ändern. Lassen Sie das Tool seine Arbeit machen, ohne dass Sie hier dazwischen fuchsen. Sie sehen jetzt schon, ich habe keine bessere Hintergrundgrafik gefunden. Wenn Sie hier einen Hintergrund verwenden, der eine so eine leichte Unschärfe hat und möglicherweise auch im TU-Blau gut funktioniert, dann nutzen Sie den, dann haben Sie schön scharf davor gestellt, die Präsentation. Okay. In einem nächsten Schritt, das zeige ich Ihnen jetzt auch, starten Sie hier an dieser Stelle die Aufnahme. Diese Aufnahme läuft jetzt bereits weg. Und Sie sehen, Sie können jetzt hier präsentieren. Und jetzt folgendes. Sie wissen, da ist die Kamera. Sprechen Sie hinein.
Sie haben den Ton und jetzt wechseln Sie in Ihre Präsentation. Das werden Sie jetzt gleich nur noch sehen in dem rechten Feld. Und hier in diesem können Sie dann die Präsentation hindurchschalten, ganz normal, und sprechen nebenbei den Text ein. Mit der Windows-Taste kommen Sie zurück in das OBS-Format und können jetzt die Aufnahme stoppen. So, das war's. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten eigenen Video. Und wir schauen uns mal ganz schnell, wo dieses Video sich versteckt. Dazu öffne ich den Total Commander, den ich wirklich sehr mag. Der ist dem Norden Commander nachempfunden. Und ich zeige Ihnen jetzt hier das Video. Halt, Moment. Ich ließ mich. Das braucht kein Mensch. Sondern hier das Video. Und Sie sehen, da ist das entsprechende Video-File. Und dieses Video-File können Sie jetzt überall einbinden, wo Sie das möchten. Ich würde das im nächsten Schritt ganz gern direkt nach YouTube stellen und zeige Ihnen, wie das funktioniert. Okay. Gehen wir also dementsprechend zu YouTube. Sie sehen hier, das ist mein persönlicher Kanal. Das nutze ich jetzt der Einfachheit halber, weil ich hier in dem Google-System eingeloggt bin. Und Sie sehen schon, Sie können entweder streamen oder Sie können ein Video hochladen. Und um dieses Video hochzuladen, braucht es jetzt nicht wirklich technisches Verständnis oder überbordende Skills. Ich hoffe nur mal, dass das Netz jetzt funktioniert. Ja, das läuft zum Glück. Und in dieser Aufnahmefunktion schieben Sie jetzt das Video hier an diese Stelle. Vergeben noch einen Namen. Test Vidcasting. Ja. Wählen ein entsprechendes Thumbnail aus. Dieses Thumbnail sollte im Format 16:9 sein. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Das habe ich vorbereitet. Dann wählen Sie eine Playlist aus. Das würde ich jetzt hier nicht favorisieren. Gehen Sie auf weitere Optionen, können Text vergeben und so weiter und so fort. Entscheidend ist, dass Sie bitte hier die Creative Commons Lizenz und nicht die Standard YouTube Lizenz verwenden und können das Ganze hier weiterstellen, einen Abspann. Das lohnt sich für Sie eigentlich, glaube ich, nur, wenn Sie schon viele Videos online haben. Entscheidend ist jetzt die Sichtbarkeit. Ich möchte das Video, dass dieses Video nicht gelistet ist. Ich werde es auch nachher wieder löschen. Und dann können Sie im Wesentlichen das Ganze abspeichern. Und damit hätten wir das erste Testvideo online. Ich zeige Ihnen jetzt noch ganz kurz, wie das in unserem Webmatrix-Raum aussieht. Sie sehen, es steht jetzt hier bei 95%. Das warten wir noch ganz kurz ab, bis es verarbeitet ist, und können es aber theoretisch bereits jetzt schon teilen. Hier rufen Sie den Link zum Teilen ab. 95% verarbeitet, und ich gehe jetzt nach Webmatrix und verlinke dort dieses Video. So, ich bin hier in der Gruppe Digitales Lehren und Lernen, gehe jetzt nach Test 2. Hier habe ich in den anderen Tutorials gestern schon gearbeitet, würde jetzt das Spotify-Widget entfernen und das YouTube-Widget hinzufügen. Da an dieser Stelle. Kopiere hier die entsprechende URL ein. Und jetzt sehen Sie, Achtung, jetzt ist unsere Uhr. Und jetzt sehen Sie, dass Sie hier das Video präsentieren, was wir gerade aufgenommen haben. Das ist im HD-Format gemacht, und ja, so einfach und schnell kann es gehen. Ich glaube, innerhalb, das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, sind 20 Minuten. Wenn Sie das Ganze für sich allein probieren wollen, glaube ich, funktioniert das sehr, sehr schnell. Und ich zeige Ihnen auch ganz kurz noch, dass hier das Durchschalten durch die Slides so funktioniert hat, wie wir uns das erhofft haben. Und damit
haben Sie eine ganz einfache Möglichkeit, Videoinhalte vorzuproduzieren. Das sei Ihnen empfohlen, weil es nicht ganz klar und abschätzbar ist, wie die technische Realisierung und die Implementierung von verschiedenen Diensten auf jeweiligen Servern funktioniert. Produzieren Sie ruhig in den nächsten Wochen ein wenig vor, das kann nicht schaden. So, jetzt noch vielleicht abschließend zu den technischen Mitteln, die ich verwende. Also das Samsung Stage Kit, das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Und als Kamera kann ich Ihnen empfehlen die Logitech 10920 HD Pro, mit der ich arbeite. Die hat anders als andere Webcams auch ein integriertes Stativgewinde. Das heißt, mit einem handelsüblichen Stativ können Sie mit dieser Kamera überall hingehen. Denken Sie über eine USB-Kabelverlängerung nach. Ich arbeite in den Vorlesungen mit einer USB-Verlängerung von ungefähr 5 Metern. Das kann diese Kamera gut abhalten. Und kaufen Sie sich bitte einfach ein neues. Suchen Sie nicht in der Kabelkiste, ob Sie noch 25 unterschiedliche Kabel zusammenstecken können. Kaufen Sie ein neues Kabel. So, die Post. Vielen Dank. Genau, wenn Ihnen das Ganze zu teuer ist, Sie sehen, die Preise dürften jetzt in den nächsten Tagen auch ein wenig ansteigen, also kaufen Sie schnell. Ist es so, dass Sie auch mit Kameras arbeiten können, wie zum Beispiel hier dieser etwas älteren Version von Logitech. Sie sehen schon, die hat eine 27p Auflösung, das reicht für Ihre Zwecke vollkommen aus. Allerdings ist es nicht ganz zukunftssicher. Jetzt, was sollten Sie zum Einsprechen benutzen? Sie können natürlich also können das Samsung Stage Kit verwenden. Sie können aber auch ein sehr viel preiswerteres Modell erwerben. Ich empfehle Ihnen allerdings, dass Sie mit einem Headset arbeiten, das einen USB-Anschluss hat. Das kann entweder von Logitech oder von Sennheiser sein. Hier können Sie mit schmalem Geld, sage ich mal, bis 20 Euro funktionstüchtige Hardware erwerben. Und Sie sollten vor allen Dingen bitte darauf achten, dass wenn Sie in diesen, egal in welcher Konferenzumgebung Sie sich bewegen, bitte, bitte, bitte nötigen Sie alle, die mit Ihnen an dieser Konferenz teilnehmen, dazu, unbedingt mit einem Headset zu arbeiten und nicht irgendwie an Ihrem Notebook das integrierte Mikrofon zu verwenden, denn dann müssen Sie auch die integrierten Lautsprecher verwenden und das führt dazu, dass Sie sofort eine Schleife produzieren, die einfach nur zu Missverständnissen führt und sich dann auch nicht mehr reparieren lässt. So, für den Baulärm bitte ich ein bisschen um Entschuldigung, aber das bringt das Homeoffice mit sich. Das haben wir uns alle so gewünscht. Gut, das war der dritte Teil dieses Tutorials. Vielleicht ganz kurz zeige ich Ihnen jetzt noch abschließend den Blick auf das Tool, mit dem ich gerade hier dieses Tutorial aufnehme. Das ist Streamlabs OBS. Das ist die aufgebaute und aufgebohrte Variante von OBS, der OBS Broadcasting Software. Und damit kann ich ein wenig besser arbeiten als mit OBS, denn ich kann von hier aus direkt streamen und Sie sehen schon, ich habe hier unterschiedlichste Präsentationsmöglichkeiten und Szenen integriert und arbeite auch mit einem komplexeren Aufbau dieser unterschiedlichen Layer. Gut, ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Ich denke, nach und nach wird noch das ein oder andere Tutorial hinzukommen und auch möglicherweise eine Hilfestellung für die Einrichtung von Videokonferenzen auf Matrix. Ja, in diesem Sinne, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Der Kommentarbereich ist offen. Nutzen Sie die Links im Kommentarbereich, wenn Sie wollen. Das ist YouTube-Standard. Abonnieren Sie diesen Kanal. Beantworten Sie mir die Frage, was Sie für eine Kamera sich kaufen möchten und wenn ja, welche nicht. Abonnieren Sie und klicken Sie die Glocke, dann ist es nämlich in den YouTube-Algorithmen auch für andere besser auffindbar. In diesem Sinne und hoffentlich auf bald, Ihr Alexander Lasch.